keinen Artikel 13! Wir wollen keinen Artikel 13! Wir wollen keinen Artikel 13! Moinsen, Prof hier. Die Urheberrechtsreform. Gehen wir mal durch. CDU. Eine Petition mit 5 Millionen Unterschriften zu ignorieren, den Koalitionsvertrag zu brechen und dann auch noch zu versuchen, sich auf der Landesebene aus der Affäre zu ziehen, gewinnt einem absolut keine Jungwähler. Ich weiß nicht, ob es euch überrascht, aber so ist das. Und ihr habt schon verdammt wenig Jungwähler. SPD. Schön, dass ihr euch zur Abstimmung nochmal umentschieden habt. Aber hättet ihr nicht vielleicht euren Koalitionspartner aufhalten können? Ihr müsst mal selbst wieder eine Position beziehen. Niemand interessiert sich für eine Partei ohne eigene Punkte. Fragt mal Kühnert, der weiß, wie das geht. Die restlichen Teile des Europaparlaments. Entweder ihr versucht wenigstens mal, das ganze Internet überhaupt mal zu verstehen, bevor ihr versucht, daran rumzupushen, oder ihr überlasst es Leuten, die was davon verstehen. Axel Voss im ganz Besonderen. Es freut mich ja wirklich für dich, dass du der Lobby bis zum Rach... Aber tu nicht so, als wärst du der Einzige, der dein Gesetzestext gelesen und verstanden hat. Das haben genug. Und ich hoffe wirklich, dass bevor du im Vorstand von der GEMA oder sonst irgendeiner Verwertungsgesellschaft sitzt, du so richtig... Die folgenden Sätze obliegen der Fantasie des Zuschauers. Danksagungen. Ich danke hiermit allen Europaparlamentsabgeordneten, die gegen die Urheberrechtsreform abgestimmt haben, allen Medien, die berichtet haben, also sowohl YouTuber, als auch Leute im Fernsehen, als auch Nachrichtenseiten. Als auch allen, die auf den Demos gegen Artikel 13 und Co. unterwegs waren. Vielen Dank.